Ja, herzlich willkommen noch zu einem YouTube-Kommentarvideo, und zwar geht es um das überarbeitete YouTube-Kommentarsystem, dass man jetzt unbegrenzt Kommentare schreiben kann, auch mit Links und so. Und zwar habe ich dazu einfach mal eins der Videos von KSI, der ist ein großer FIFA-YouTuber mit 4 Millionen Abonnenten, und das ist einfach mal ein Video von dem, ist glaube ich einen Monat alt. Und jetzt gucken wir einfach mal hier die Kommentare an, und uns fällt hier direkt auf, nach einigen Kommentaren sehen wir hier so ein kleines Männchen und daneben so einen schönen Text. Und da steht übersetzt drin, dass das hier Bob ist, und Bob ist gegen das neue Kommentarsystem von Google und die Verknüpfung mit Google Plus. Und wir sollten Bob kopieren und in alle Videos verteilen und unsere Waffen bereithalten. Wenn wir runter scrollen, hier sehen wir den gleichen Kommentar fast nochmal, ist der gleiche. Hier sehen wir noch einen, das ist der Standardkommentar von Bob, hier ist ein Panzer und daneben Bob und dann Bob is building an army, Bob is against the new YouTube, copy and paste with all over YouTube if you were with us. Also ihr sollt das auch kommentieren, wenn ihr dabei seid mit denen. Und nicht viele Kommentare runter, ist natürlich noch ein Bob hier mit Waffe, mit Panzer und dem gleichen Text. Und das zieht sich über alle Videos, hier ist nochmal der andere Bob. Und in jedem großen YouTuber, aber auch kleineren YouTubern wird das hier gepostet, und dann werden diese Tausendfüßler, Achtung, mein Tausendfüßler muss hier mal durch. Oder anderen Shit, oder auch so Zeichnungen mit komischen Zeichen sind da ganz beliebt. Also dieser Kommentar-Spam, der spammt YouTube zu, und gerade das wollte YouTube ja auch verhindern, denn YouTube fand, dass zu viel abwertende Kommentare oder auch sinnlose Kommentare unter Videos gepostet werden, und deswegen haben die diesen Google Plus Zwang eingeführt, damit das weniger wird. Ich habe dazu auch einen ganz interessanten Artikel in der Computerbild gelesen. Dort stand, das wurde sehr positiv aufgenommen, dort stand, dass YouTube jetzt gegen diese negativen Kommentare gearbeitet hat, gegen diese beleidigenden Kommentare, indem sie diesen Google Plus Zwang eingeführt haben und sozusagen diesen anonymen Faktor herausgenommen haben. Aber gerade durch die fehlende Begrenzung der Kommentare oder auch der Links und der Kommentarzeichen wurde halt das sozusagen verstärkt, und jetzt ist das nur noch sinnloser denn je. Unter jedem großen YouTube-Video, man kann gar nicht mehr in Ruhe drunter gucken, sondern wird alle 5 Kommentare von so einem Bob unterbrochen. Das von mir, könnt ihr mal eure Meinung in die Kommentare schreiben zu Bob, zu dem neuen Kommentarsystem. Ich finde es wie gesagt immer noch halt, ja, nicht gut. Ich fände das alte deutlich besser.